So, neue Folge Bloodborne 27. Daniel muss wieder gut machen, was ich verkackt habe. Also sagen wir so, ich möchte noch einmal kurz festhalten, ich habe einen sehr schweren Zwischenboss mal eben gelegt letzte Folge. Hast du. Aber gleichzeitig wurde ich von dem anderen sehr schweren Zwischenboss, der da auch rumhängt an derselben Stelle, umgebracht. Nachdem ich ihn ungefähr halb runter hatte. Also es war sowohl ein lachendes und ein weinendes Auge begleitet uns aus der Folge. Wir haben jetzt Abendessenpause gemacht und das heißt... Das war sehr lecker. Das war sehr gut und wir müssen jetzt aber erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Daniel muss jetzt vor allen Dingen unsere 13.000 Blutetschos retten, damit wir uns demnächst mal ein bisschen wieder aufrüsten können mit coolem Zeug. Wir haben nämlich schon einen kleinen Plan, das dürfen wir euch vielleicht nicht vorenthalten. Wir wissen nämlich von einer Waffe, die nicht der Gewehrspeer ist, weil die kriegen wir ja nicht mehr. Ob ich da jemals drüber wegkomme? Ich weiß es nicht. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt noch ein paar andere coole Waffen im Spiel und eine davon haben wir schon freigeschaltet durch unseren Sieg gegen die bluthungrige Bestie. War das, glaube ich? Irgendeine Bestie, genau. Also ich glaube, der letzte Boss war das, den wir hatten. Und ist ja schon wieder 6 Folgen her oder so. Aber da haben wir so ein Abzeichen bekommen und das schaltet uns ein paar Waffen frei wieder bei unseren Bartboten im Hauptquartier. Im Traum des Jägers. Mhm. Fachbegriffe. Und wir sparen jetzt gerade so ein bisschen auf diese Waffe. Die kostet nämlich 20.000. Und die haben wir eigentlich auch fast schon, wenn wir jetzt die wieder einsammeln und dann jetzt hier nicht verreckt. Wo geht denn der hin? Na, der geht jetzt weg. Keine Ahnung. Tschüss. Du kannst auch einfach durchrennen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch versuchen, was ist jetzt passiert? Nacheinander die Leute umzubringen. Ist vielleicht besser. Guck mal, da kommen sie schon. Mhm. Die Kollegen. Und Randa. Schön! Oh Mann, wie du das mittlerweile drauf hast. Das Ding ist halt, wir haben nicht so viele Schuss. Naja. Wir haben auch jetzt dieses Ruhenteil dann, ne? Ja, das können wir dann auch einbauen demnächst, wenn wir mal dieses Werkzeug irgendwo finden. Wie gesagt, müssen wir vielleicht mal nachgucken, wo man das findet, oder wir warten einfach noch ein bisschen. Und du kannst mit Steuerkreuz nach oben, aber mach's jetzt nicht, kannst du dir 5 neue Kugeln aus so. Lebensenergie herzaubern, weißt du? Wie war das nochmal hier mit dem hinten anschleichen? Anschleich, langsam rangehen und starke Attacke machen. Dann ist er gestaggert. Dann ist er kurz verwirrt und dann kannst du ihm das Rückgrat rausreißen à la Mortal Kombat. Sehr schön. Wunderbar. Und bei dem anderen kannst du es gleich auch nochmal machen. Ich würde nur gucken, dass hier dieser Große... Nö, der ist gerade da unten und guckt lethargisch auf seine Füße. Vielleicht hat er Marihuana geraucht. Da ist man immer sehr fasziniert von seinen eigenen Gliedmaßen, habe ich mir sagen lassen. Das ist wirklich so. Kannst du das bestätigen? Nee, kann ich nicht. Ich habe zu selten das Zeug geraucht, als dass ich das bestätigen könnte. Ich war nur sehr fasziniert davon. Hast du denn es? Oder ja, habe ich. Ich bin ein Student. Irgendwann hat man das schon mal mitgenommen. Jetzt 2-3 Mal vielleicht oder so. Mhm. In 6 Jahren. Aber dann... Nee, stimmt gar nicht. In Amsterdam im Urlaub haben wir es auch mal gemacht. Das war auch ganz nett. Aber so richtig viel merken tut man da nicht. Da muss man schon ein bisschen mehr rauchen, habe ich das Gefühl. Wir haben es auch einmal in Amsterdam gemacht, aus jugendlicher Dummheit ist jetzt das falsche Wort. Naja, bei Marihuana ist es nicht Dummheit, da ist es einfach nur ausprobieren, glaube ich. Da will man ja einfach nur. Dann haben wir nichts gemerkt. Ja, schön, ran. Oh, gerade noch so, der ist schon wieder aufgestanden. Mhm. Super, aber gut gemacht. Na, ansonsten legen die mich ja um. Ja, gerade mit der kurzen Waffe, die wir noch haben, die ist echt nicht optimal für die, weil die echt eine große Reichweite brauchen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wenn du die jetzt besiegst und unsere Blutetschos holst, dann haben wir es eigentlich, mehr oder weniger. Da liegen ja 13.000, 14.000, wir haben jetzt 4.000, wenn du den noch machst. Ja, wenn du den, also wenn ist ja gar nicht die Frage. Du bist einfach zu gut, muss man einfach mal so sagen. Ja, und jetzt renne ich da runter, sammle das Zeug ein und kommt der andere angerupst. Nee, dann geh da vorsichtig runter, dass du da nicht mit dem... Weil der steht ja so weit da hinten, links, wenn du runterkommst. Und du musst ja nur bis zu dem Brunnen an der Mitte des Platzes. Das war hier lang, ne? Das war da lang, genau. Und dann hier rechts ist die Treppe, die einfach runtergehen. Einfach den oder Kopf er hat sie eingesammelt. Oh, wenn das böse, dann musst du besiegen. Das würde ich dir jetzt gönnen. Ja, aber damit haben wir die Gefahr, dass wir die Waffe nicht kriegen. Ja, das ist dann blöd. Aber lass mal kurz gucken. Nee, sie liegen da. Also einfach vorsichtig ran und wieder weg. Mit etwas Glück bemerkt er dich nicht mal, wenn du rangehst. Ich sehe ihn jetzt auch gerade noch gar nicht. Aber ich sehe ihn. Du siehst ihn. Ah, ich sehe ihn auch, da hinten steht er. Okay.
und deinen Schritt noch und wieder weg. Ja, und er kommt. Lauf weg, lauf. Lass ihn doch stehen. Der will dich nicht weglassen. Der will Spielkameraden, der steht ja jetzt schon. Das sind wie die Mädchen immer bei mir. Aber er hat ja auch seinen besten Freund verloren, den habe ich ihm ja gerade umgebracht letzte Folge. Die Frage ist halt, wie weit rennt denn der Typ hinterher? Das weiß ich nicht. Kannst du hier mal kurz warten, ob er kommt? Es sieht nicht so aus, ich glaube, der bleibt da in seinem Gebiet unten. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir sie zurückbringen. Ein sicheres Gebiet, ne? Die bringen wir mal nach Hause, die Dinger. 17.000 ist schon eine ganze Menge. Aber wir brauchen 20. Wir haben doch noch Kalbblut-Konserven. Hier links einfach runter und dann vielleicht an dem Großen nicht vorbei. Warte kurz, kommt der da gerade hoch? Ja. Jetzt erschrecke ich mich. Ne? Gia haut hier die Gläser vom Tisch. Das ist doch nicht schlimm. Alles gut. Nee, guck mal, er dreht gerade wieder um. Das war nur die Angst von hinten. Ja. Dann geh doch jetzt hier einfach links dann lang. Weißt du, da wo du auch hergekommen bist. Kannst du an ihm vorbei. Brauchst ihn ja gar nicht belästigen. Ja. Wir haben doch genug Blutkonserven. Wir holen uns jetzt einfach die 20.000 und kaufen uns ein neues Schwert. Was hältst du denn davon? Wir kaufen uns überhaupt mal ein Schwert. Wir haben ja noch gar keins. Wo geht's denn eigentlich da? Jetzt mach hier keine Experimente. Ja. Bring bitte erstmal das Zeug nach Hause. Sonst müssen wir wieder woanders hin. Und nachher glitscht das auch irgendwie in der Luft rum. Und dann kriegen wir das niemals wieder. Du könntest jetzt auch noch mal den Sackmann besiegen. Auch eine gute Idee. Nein! Lass es. Wobei das jetzt nicht so schlimm wäre, weil es direkt neben der Laterne ist. Das Problem ist halt, wenn der Sackmann die einsammelt. Ja, wenn er es einsammelt, das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Genau, und dann gehen wir zurück ins Träumsche. Wir haben ja auch noch genug Blutsteinscherben, dass wir auch noch gleich die Waffe gleich auch kimpen können. Mal gucken, das müsste eigentlich gehen. Ja, Klinge der Gnade. Die ist eigentlich auch ganz geil, die habe ich auch noch nicht. Zweitherzig, die hat einen Boss, hat die. Habe ich gesehen im Let's Play. Mhm. Als ich mir als angeschaut habe. So, dann gehen wir kurz zum Bartboten, ob wir die auch wirklich nicht, dass wir die jetzt einlösen, unsere Blutkonserven da. Und dann haben die gar nicht. Aus irgendeinem Grund, weil wir wieder irgendwas nicht haben. Mal zu Waffen gehen und sie ist da! Ludwigs heilige Klinge wollen wir haben für 20.000 Öcken. Okay. Das Ding ist sein Geld wert, zumindest meiner Erfahrung nach. Also das würde halt auch diesen dein Speer da. Das ersetzt ihn so halb. Also halb. Der ist schon noch ganz geil trotzdem. Mhm. Also ich laufe in meinem Spiel laufe ich mit der heiligen Klinge und dem Speer rum. Mhm. Aber er geht doch von den Großen auf die Kleinen, vielleicht reicht ja die eine große schon. Vielleicht bringt die ja 3.000, ich weiß es nicht genau. Die hier? Ja. Mal kurz gucken. 2000. Okay, na gut, dann müssen wir noch eine da drüber mitnehmen. Mhm. Müssen wir wahrscheinlich sowieso noch ein, zwei nehmen, wenn wir dann noch danach aufrüsten wollen. Das kostet ja auch noch Geld. Ja, wir haben ja genug. Boah. Sehr schön. So, dann hauen wir uns jetzt die heilige Klinge rein. Die ist nämlich wirklich, wirklich ordentlich. Die ist wirklich heilig. Zack. Also sie ist jetzt in ihrer Grundversion nicht irgendwie überstark, aber die hat einfach coole Attacken. Du kannst sie einfach mal anlegen und dir dann mal anschauen, was für ein cooles Ding das Ding ist. Das kann ich gleich an der Puppe probieren. Ja, genau. So, jetzt hast du hier ein richtiges. Geh mal vielleicht ja ein paar Meter weg. Das ist gut. So, das ist normal. Es ist ein Schwert einfach. Was schon ganz geil ist. Das hat ungefähr die gleichen Attacken wie so unser normales Sägeding. Auch die gleiche Reichweite. Siehst du ja so. Und wenn du das Ding rein hast, dann haut er es in die Scheide rein. Und jetzt lad mal. Ja, komm. Und dann lad mal auf. Und dann rennt er damit nämlich so 3 Meter nach vorne. Da kannst du schon. Stehst kraftvoll zu. Ja, so wie man das halt so kennt. Also das ist schon ganz cool tatsächlich. Sieht auch hübsch aus, ne? Das ist ein wirklich cooles Ding. Also vor allem, weil das sehr multifunktional ist. Du kannst halt so schnell, kurz zuschlagen. Hm. Ist nicht ganz so schnell wie unsere Säge, wenn sie eingeklappt ist. Die ist noch schneller. Hm. Aber ist schon recht schnell. Und dieses große Ding ist halt einfach 2 Schläge und ein Gegner fällt tot um. Also sehr schön. So, und jetzt leveln wir noch ein bisschen die Waffen auf. Also gucken wir mal, ob wir ein bisschen... Scherben da haben, mit dem wir da. Guck mal kurz in die Kiste, kannst mal hier kurz rangehen. Ist die hier? Ja. Und dann R2, R2, also die untere rechte R-Taste. Die untere rechte Taste, R2, okay. Das ist die da. Ist nicht mehr so viel, wir haben ein bisschen Blutfiolen geschluckt. Muss ich wohl demnächst mal wieder farmen gehen. Ja. Da haben wir aber echt viele verbraucht, ne? Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal keine, also es ist okay, 5 haben wir noch da. Gut, dann gehen wir mal hier ran. Das hat sich doch aber hier für die Session für heute gelohnt. Ja, ich denke auch. Waffen verstärken. So, dann können wir doch mal gleich die heilige Klinge ein bisschen taggen. Wir haben 19 Blutsteinscherben. Na komm, hau rein. Digga, hau rein. Und guck mal, geht sogar bis auf Max. Jetzt brauchen wir noch die. Willst du die oder wollen wir die Sägehackbeil? Nee, mach mal die Klinge. Die Klinge, da hauen wir gleich rein, ne?
So, dann ist die nämlich schon mit Zwillingsblutsteinscherben. Guck mal, jetzt macht die nämlich 140 Schaden. Super. Unser Sägespeer macht 95. Nee, wir haben ja 117, macht unserer. Das obere ist ja unseres. Ah ja. 117, also das ist schon ein bisschen stärker. Ein bisschen heftiger. So, Waffen, genau. Gucken wir nochmal, ob wir da noch was einbauen können. Kann man das hier auch irgendwas anmounten, oder? Kann man auch, aber jetzt gucken wir erstmal hier. 45. So, na dann nimm doch das mit 45. Und für den zweiten, gucken wir mal, 47. 47. Ich würde immer die nehmen, wo alles steigt. So. Weil wir nutzen die ja sowohl zum Stechen als auch zum Stumpfzuschlagen, ja, ja, mit der Scheide. Also ist das schon ganz gut. Und jetzt macht die nämlich 140 plus 47 Schaden. Also 187. Jetzt knallt's. Das ist schon, das knallt schon ganz schön. Kannst du nochmal kurz zurückgehen, entschuldige? Ja, klar. Zu der Werkbank, weil wir müssen die Waffen vielleicht reparieren. Ich will nur nicht, dass die dann irgendwann mal kaputt gehen oder so. Dann muss man nämlich neu kaufen. Oh. Ja, können wir uns genau noch leisten, noch die anderen Waffen kurz mal. Ich würde tatsächlich jetzt auch mal empfehlen, wir wählen uns jetzt unsere Säge als Platz 2, weil so wichtig ist jetzt die Peitsche nicht unbedingt. Option, genau. Und dann, nee, da links, das zweite von links. Ah, okay. Und da packst du oben unser Sägehackbeil rein und dann läuft das. Dann haben wir die im Zweifelsfall, wenn wir nicht so gut klarkommen in einer Situation mit unserem... Haben wir sie immer am Start. Und jetzt können wir nochmal den Gegner probieren, ne? Jetzt, wo wir alles ausgegeben haben. Ja, können wir eigentlich machen. Du mach das doch. So. Jetzt geht's zum Kathedralenbezirk wieder. Genau. Du bist ja wirklich total leergesaugt mit 61 Blutettschuss nur noch. Genau. Fühlt sich doch gut an, oder? So richtig schön leergesaugt zu sein. Das kann ich nur bestätigen. Ah. Danke, Dennis. Das war echt gut. Schön, dass wir nochmal drüber geredet haben. Ja. Fand ich wichtig. Oh Mann. Gut, dann gehen wir nochmal hin. Dann gucken wir nochmal, ob der Schießer uns wieder totschießt. Der schießt echt ganz schön viel. Ständig nur am Abschießen. Es tut mir leid, es ist schon spät. Es war ein langer Unitag. Es war ein langer Unitag. Ja, so lang war der gar nicht. Hatte nur von 8 bis 12 Uni. Es war ein kurzer Unitag. Tut mir leid. Verliese verschmutzt, in denen die... Was? Babys, Babyleichen. Schön. Gut, dann kannst du ja gleich mal an den Typen hier unten deine neue Klinge ausprobieren. Mhm. Bei denen ist sowas natürlich gar nicht so schlecht. Machst du zweimal sowas und dann ist der hin. Mhm. Mach doch einfach nochmal das Ganze. Zack, und schon ist er tot. Oh. Siehst du, dieses Nachvorstürmen, diese nachvorstürmenden Angriffe sind bei so langsamen Gegnern, die relativ lange ihre Attacken aufladen, total super. Ja, Die Reichweite von der Mitscheide wäre jetzt groß genug gewesen. Mhm. Weil die ist nochmal einen halben Meter länger. So, gefühlt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Genau, jetzt kannst du mal gucken. Die oben müssten eigentlich jetzt auch ganz entspannt eigentlich gehen mit dem super Ludwig-Schwert. Aber das ist eben auch teuer genug gewesen, dass man davon ein bisschen was erwarten kann. Ja, aber guck mal, die sterben halt mit einem Mal, ne? Und du hast wieder komplett Regain dadurch. Das lohnt sich schon, oder? Das passt. Ja, kann man machen. Also es ist kein Allheilmittel, bei Bloodborne ist nichts ein Allheilmittel. Klar. Aber gerade jetzt schon. Aber jetzt gerade ist es schon nicht so... Sehr, sehr geil. Ja, ist schon ganz gut gewesen, das zu holen. Jetzt kann ich mich vielleicht auch von hinten an diesen Zicheltypen da ranschleichen. Der wird getriggert, glaube ich, sobald du auf die Treppe trittst. Der läuft dann weg. Also der läuft, glaube ich, automatisch weg. Hm? Es sei denn, du bist laut genug, dass er dich bemerkt. Also anschleichen geht, glaube ich, nicht. Hm? Also entweder er bemerkt dich, dreht sich um, oder er bemerkt dich nicht und läuft einfach nach vorne weg. Guck mal, muss mal gucken. Ja, siehst du, der läuft jetzt los. Nee, das, so groß ist die Reichweite dann doch nicht. Aber er hat dich bemerkt, oder? Hat er? Nee, hat er nicht. Nee. Die anderen haben dich bemerkt. Doch, er wollte nur auf seine Kumpels warten. Ist eigentlich gar nicht so dumm von ihm. Also, na, du musst noch mit der Reichweite ein bisschen üben, ne? Üben, aber das kriegt man hin. Schön, der erste ist hin. Eins. Dann verschwendet man nämlich auch keine Munition jedes Mal. Zwei. Hau nochmal drauf. Ach, der ist noch nicht tot, der ist noch nicht tot. Und nochmal. Ja. Bis er liegt, kann man regain. Zack. Schön. Ah, das war nur die halb aufgeladen. Ja, ich wollte mich nicht hauen lassen. Man muss da mit dem Timing, das dauert halt ganz schön, ne, die aufzuladen. Ja. Da muss man halt so ein bisschen hinterher sein, dass man da nicht aus Versehen dann mit runtergelassener Hose dasteht. Sozusagen. Im übertragenen Sinne. Sowas träume ich manchmal.
Sind das gute Träume oder sind das schlechte Träume? Das sind angsterfüllte Träume. Oh nein. Aber du, wenn du die Hose runter siehst, wovor hast du Angst? Die anderen haben Angst. Achso, das ist doch. So. Boah. Ich meine, der war schon tot, aber man kann es natürlich trotzdem nochmal machen. Dass sich der Große jetzt aber ich auch nicht wundern, ne? Nö. Ach, da fallen. It's raining man. Halleluja. Hm? Ja, der hat dich aber, glaube ich, bemerkt. Oder er dreht sich einfach um. Egal. Komm, geh nach oben. Wir wollen ja eigentlich zum Schießhansel. Bei dem würde ich aber eher mit schnellen Attacken, weil. Ja, ja, deshalb kann man nicht. Also bei denen jetzt erstmal noch mit dem Großen vielleicht? Hier würde ich nochmal ganz kurz zuschießen, glaube ich. Ja, gut, du hast recht. Macht Sinn. Bei ihm macht der Schießen nicht so viel Sinn bei dem schnellen Jäger, weil der ist eh so schnell. Wollte ich schießen. Das war super. Alter, Alter. Was war jetzt das Problem? Das war die Schießen-Taste. Nee, das war. Das war die Zuschlagen-Taste. Schießen ist links. Ich bin links gewesen. Links unten. Schießen. Ah. Was machst du denn? Ach so, du hast ja gerade die Zweihandwaffe in der Hand gehabt. Du kannst natürlich nicht schießen, wenn du ein riesen Schwert in der Hand hast. Ah. Wie willst du das machen? Oh. Ach, Daniel. Du bist mir vielleicht ein kleiner Schießer. Das war jetzt doof. Also, okay. Haben wir das auch nochmal gesehen? Haben wir das nochmal gelernt? Zweihandwaffe, hat man keine Pistole in der Hand. Kann man nicht schießen. Ist genau wie wenn die Fackel in der Hand hast, kannst du auch nicht schießen. Das ist logisch, ne? Eigentlich schon, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Es ist das Schöne an dem Schwert, dass es sowohl eine Einhand- als auch eine Zweihandwaffe ist. Das ist schon eine ganz gute Kombi eigentlich. Und zack. Und er ist da. Tschüss. So, noch 17 Blutfiolen. Damit könnte der Typ gelingen. Machbar sein. Probieren wir es einfach mal aus. Probieren wir es. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Die 4000, wir haben so viel, haben wir jetzt auch nicht mehr zu verlieren. Nö, es ist kein Problem. Absolutely no problem. Ich greife jetzt einfach von oben an. Ja, genau. Spring ihm auf den Kopf. Steig ihm aufs Dach. Das ist bestimmt eine gute Idee. Weil du wahrscheinlich schon 90% deiner Lebensenergie verlierst, wenn du da oben runterspringst. Mhm. Sehr gute Idee. Guter Plan. So, jetzt nicht hektisch. Überleg dir kurz, was du machen willst. Du willst ihn anvisieren. Du willst... Willst du den umbringen? Genau. Töten! Du willst in Deckung gehen, am besten hinter dem Brunnen, weil du dann nämlich ihn umkreisen kannst. Mhm. Und wenn er näher ran geht, dann roll dich ran, weil sonst kommst du nicht nah genug ran. Wenn du einfach nur läufst, dann ist er ganz schnell weg und schießt auf dich. Und dann zuschlagen. Schnelle, kurze Angriffe. Ja, das war gut, das war gut. Oh, jei. Und lass dich nicht staggern, weil dann haut er dich gleich. Okay, oh. Aber es war schon mal gut, es war schon ein guter Anfang. Aber der hat relativ wenig Leben verloren, ne? Ja, aber mehr als das letzte Mal, als ich ihn angegriffen habe, zweimal. Also du machst schon etwas mehr Schaden als vorher. Hm. Ja, das ist kein Kampf, der nach 10 Sekunden vorbei ist, das auf jeden Fall. Ja. Oh, aber der Gewehrspeer. Hm. Töte ihn, ich will ihn aus seinen kalten, toten Händen diese Waffe rausreißen. Ich weiß nicht, ob die das einprogrammiert haben. Ich glaube, die haben das nicht einprogrammiert. Das verstehe ich halt nicht, weil der liegt doch dann da tot. Warum kriegen wir denn die Waffe nicht? Arg. Ups. Oh, du kannst doch die andere Waffe nehmen, wenn es dir besser passt. Du kannst auch einen Molly nehmen, aber da musst du halt schon Glück haben, weil der steht halt selten, ne? Du verschwendest die, glaube ich, tendenziell eher. Siehst du? Mist. Der ist einfach zu gut für dich. Du wirfst gerade mit Kieseln. Ich weiß. Weiß nicht, ist das Verzweiflungstaktik irgendwie so ein bisschen? Das sind keine Bestien, die du... Oh, er hat dich durch den Brunnen durchgestochen. Naja, das ist halt das Geile an dem Speer. Der hat halt ordentlich Power. Das ist gemein, ne? Der ist ja flott. Der ist wirklich flott. Ich sag jetzt böse, das wird nichts. Das wird was. Du bist doch schon auf einem guten Weg. Siehst du? Toll. Das läuft doch. Willst du die Fernseher? Soll ich probieren? Ja, komm, du schaffst es. Ich glaube ja an dich. Du glaubst ja nur gerade nicht an dich. Guck mal, war schon wieder gut. Hast du wieder einmal getroffen. Ah, fuck. Zudem ist halt, der ist echt flott, ne? Ja, er schießt halt mit seiner Schrotkacke auch echt ganz schön ordentlich. Die könnten wir auch haben. Wir haben ja nur die normale Pistole uns gekauft. Wir können ja auch die Schrotpistole nehmen einfach. Dann hat man das auch, so eine Attacke. So, und jetzt einfach dran bleiben. Heil. Oh, das war schön ausgewählt. Ja, deswegen sich treffen halt nicht, ne?
Jetzt ist das ist die Ausdauer. Ist die Ausdauer. Na, dann geh kurz hinter die Häuserecke. Oh, du hast ihm schon wieder ungefähr genauso viel abgezogen wie vorhin. Hm? Und ran. Ah, fuck, der war jetzt unlocked. Ah, das läuft gut. Oh, das läuft nicht so gut. Weg. Weg, weg. Warte kurz. Ja. Er hat nur noch halb. Halb voll. Hm. Und du hast noch mehr als die Hälfte Blue Fuel. Läuft. Jetzt hast du noch genau die Hälfte. Passt. Läuft wunderbar. Könnte nicht besser sein. Also, klar, aber. Aber nicht viel. Jetzt will er aber gerade Ärger. Oh Mann. Dieses Close Quarter Combat macht mir immer Sorgen, weil da kann immer so viel schief gehen. Ah. Der ist aber auch nervig schnell immer unterwegs, der Kerl. Was haben die hier mit seiner KI gemacht? Also was Gutes, oder? Also ja, ich meine, echt? Fantastisch. Boah, da hätte er dich fast noch erwischt. Im betäubten Zustand. Er hat noch ein Drittel, Daniel. Das läuft, das geht. Nicht aus der Ruhe bringen. Oh, scheiße! Scheiße! Weg, 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 weg. Oh, das sah gefährlich aus. Wenn er rangekommen wäre, wärst du tot gewesen. Ja, ja. Weil du nicht mehr so viel hattest. Aber andererseits hat er auch nicht mehr so viel, ne? Der hat nicht mehr viel. Da musst du jetzt einfach massiv nach vorne preschen und ihm einfach mal die Seele aus dem Leib prügeln. Das mache ich immer nur mit meinen. Mit der Fleischpeitsche. Naja, die erste Regel im Peitschenclub ist immer noch Peitschen. Das darf man niemals vergessen. Ja, das sah aber gut aus. Ausdauer, wieder ein bisschen aufladen, wieder ein bisschen ran. Und ran. Ah, scheiße, zu weit weg, zu weit weg. Jetzt schießt er wieder öfter, jetzt hat er wieder seine Pistole ausgepackt. Nein, 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 weg. Wow! Heilomat, Heilomat, Heilomat. Ja. Heilen Sie sich doch. Zwei habe ich noch. Zwei hast du noch, jetzt muss es sitzen, jetzt muss jeder Schlag sitzen. So wie der eben. Aber das sah gut aus, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Nicht dann so im Freien stehen, schön in Deckung gehen. Nicht stehen, sondern gehen. Er hat nichts mehr, der hat 10% noch. Nee, geh weg. Oh Mann, der... Alter, weg, 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 weg. Noch einmal voll Energie und dann muss es passen. Du kannst nochmal versuchen mit dem Molly oder so aus der Deckung raus. Aber nee, jetzt bist du nicht mehr in Deckung. Du musst schon mitgehen. Ja, okay, 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 okay. Naja, gut, du musst schon neben den Brunnen treten, weil durch den Brunnen werfen kannst du nicht. Ja, oh, der war top, der war top. So, jetzt noch ein Schuss, ein ordentlicher Schuss. Der ist tot. Oh. Ja, das bringt nichts, durch den Brunnen geht's nicht. Du musst neben dem Brunnen gehen. Ja! Du hast ihn! Jawohl. Du hast ihn! Daniel! Oh Mann! Komm, das war fast schon Boss. 10 Kugeln. Blutfiolen wären besser gewesen. Ja, jetzt aber 5, ne? Ja. Gut, dann red mal vielleicht mit den Leuten hier an der Tür. Weiß nicht, ob die was zu sagen haben. Da so. Ach, schön gemacht. Schön gemacht. Wir hören mal uns noch an, was hier abgeht. Segnet uns mit Blut. Das haben wir doch gerade gemacht. Ja. Also Blut vergossen haben wir. Gut, die sind irgendwie nicht so... Gesprächig. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge, machen wir hier weiter irgendwie, gucken uns hier ein bisschen um. Oh, hier geht's ja noch weiter runter. Ja, hier sind neue Gebiete, du, so ist es nicht. Das waren die Gebietswächter sozusagen. Aber auch das alles erst in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Was ist denn da hinten? Ach Gott, einen Moment. Nimm den gleich noch mit. Hast du gleich noch den Schatz-Troll? Blutscheinscherben. Nehmen wir mit, Dankeschön. Wunderbar. Tschüss. Gut.